Zugeschaltet aus Geilenkirchen ist jetzt Professor Rolf Abweiler, Bioinformatiker und als solcher auch Berater von Bund und Ländern in der Pandemiepolitik. Damit einen schönen guten Morgen, Herr Professor. Ich grüße Sie. Schönen guten Morgen. Die 7-Tage-Inzidenz, sie steigt wieder in Deutschland. 25% mehr Neuinfektionen als noch vor einer Woche. Und das vor geplanten Lockerungen, denn morgen sollen ja die ersten Schulen, das heißt Grundschulen, wieder aufmachen. Wird das gelingen oder ist das in Ihren Augen nur eine Öffnung auf Zeit? Also man muss ja betrachten, dass wir hier zwei verschiedene gegenläufige Entwicklungen haben. Zum einen sind die alten Varianten da, die jetzt zur Senkung der Inzidenzzahlen geführt haben. Wir haben ja über Wochen eine Abnahme der 7-Tage-Inzidenz von etwa 20% gehabt. Der niedrigste Wert war mit 57 am 14. von der Woche erreicht worden. Und seitdem ist es erst stabil gewesen, jetzt geht es wieder hoch. Die Lage ist in den unterschiedlichen Ländern halt auch unterschiedlich. Es gibt 7 Länder, die sind stabil oder noch abnehmend. Es gibt Bayern, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, da geht es leicht so um die 5% hoch. Es gibt dann schon welche, da geht es stark hoch, Nordrhein-Westfalen und Sachsen so um die 10%. Und wirklich stark rauf geht es in Sachsen-Anhalt mit 15%, Thüringen mit 25% und Bremen mit 30%. Und das ist das unterschiedliche Verhalten der unterschiedlichen Varianten. In den Ländern, wo es stabil ist oder wenig ansteigt, sind die B117-Varianten wesentlich weniger unterwegs. Da, wo die schon das Geschehen sehr dominieren, da geht es halt hoch. Man darf nicht vergessen, dass wenn im Lockdown in einem Monat die Zahlen um 50% runtergehen bei den anderen Varianten, dann gehen die bei B117 derselben Zeitraum etwa um das Vierfache hoch. Und in manchen Ländern sind wir jetzt in einer starken Aufwärtsbewegung schon. Und da halte ich es für ziemlich schlechte Idee, Schulen und Kindertagesstätten wieder aufzumachen. Bleiben wir nochmal bei diesem Punkt. Nicht nur als politische Idee, sondern auch als Signal, das davon ausgeht. Inwieweit ist das Öffnen von Schulen jetzt ein falsches Signal auch für die Bevölkerung? Viele könnten ja jetzt denken oder auch hoffen, dass bald weitere Lockerungsschritte folgen, zum Beispiel für den Einzelhandel, trotz mehr Ansteckungen. Also wie gesagt, in jedes Bundesland wird irgendwann stark hochgehende B117-Zahlen haben. Es gibt nur ein paar Länder, die hinken halt einfach hinterher und sind später dran. Aber man kann genau sehen, wie schnell sich das entwickeln kann, an Fällen wie in Thüringen, wo es um 25% hochgegangen ist innerhalb von einer Woche. Und da ist das Infektionsgeschehen noch nicht dominiert von B117. Da liegt es im Moment bei etwa die Neuinfektionen durch B117 wahrscheinlich sogar etwa 40%. Wenn die dominieren, dann geht es um 50% pro Woche hoch. Das heißt, eine Inzidenz von 200 wie in Flensburg ist in Thüringen schon fast unvermeidlich. Und wenn man da nicht überall in diesen Gegenden, wo es wirklich stark ansteigt, richtig auf die Bremse tritt wie in Flensburg, dann fliegt die Lage einem um die Ohren. Das ist einfach so. Das kann man nicht mehr wegleugnen. Mhm. Und was sollten und könnten wir jetzt tun, um eine bessere Datenlage auch zu bekommen, um das Ganze besser analysieren zu können? Ja, darüber diskutiert man ja schon eine ganze Zeit. Man braucht einfach eine verbesserte Situation mit Tests insgesamt, dass die Gesundheitsämter müssen ja auch in der Lage sein, dann diese Tests schnell zu bekommen, die Testergebnisse schnell nachverfolgen zu können und dementsprechend personell aufgestellt sein. Manche können das noch bei relativ hohen Zahlen, manche bei relativ niedrigen. Es kommt ja nicht auf die Zahl der Inzidenz im Endeffekt an, sondern wie viele Kontakte nachverfolgt werden müssen. Und da muss man halt was dran tun. Und dann braucht man halt einfach eine solide, vernünftig funktionierende Überwachung der Varianten durch Genomsequenzierung, die flächendeckend und kleinteilig ist, sodass diese Zahlen zur Abschätzung der Lage da sind, aber auch eigentlich sollte man daran arbeiten, dass diese Daten den Gesundheitsämtern zur Verfügung stehen, damit die sehen, welche Infizierten besonders gefährdet sind und andere gefährden, dass man dort besonders schnell eingreift. Herr Professor Abweiler, uns erreichen hoffnungsvolle Nachrichten, zwar aus Israel. Eine Studie legt nun zumindest nahe, dass Geimpfte mit dem Wirkstoff von BioNTech fast nicht mehr ansteckend sind. Wie bewerten Sie das? Ja, das sind natürlich wirklich fantastische Nachrichten. Und ich kann nur betonen, also wie unglaublich es ist, dass wir so schnell so gute Impfstoffe zur Verfügung gestellt bekommen haben. Das ist fantastisch. Aber natürlich wissen Sie genauso wie ich, dass die Produktion halt
hochgefahren werden muss, dass noch nicht genügend Impfstoffe zur Verfügung stehen, dass man auch zuerst die Alten impfen wird, die nicht so stark am Infektionsgeschehen beteiligt sind, aber die natürlich wesentlich gefährdeter sind. Und bis die Impfsituation einen starken Einfluss auf das Infektionsgeschehen hat, sprechen wir von Sommer. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass wir bis dahin verhindern müssen, dass neue Varianten grassieren, die halt bei denen die Impfstoffe nicht so gut wirken. Deshalb ist es so wichtig, die Inzidenzen möglichst stark runterzudrücken. Ostern rückt näher. Glauben Sie, dass ein Osterurlaub vielleicht sogar mit einer Auslandsflugreise möglich sein wird? Ja, im Heimkino, ja. Okay, können Sie muss weiter hoffen. Von früher. Schwierige Zeiten mit steigenden Zahlen. Vielen Dank, Professor Rolf Abweiler. Danke für das Gespräch heute Morgen. Gerne geschehen. Tschüss.